Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ingo hier. Nach der Intro zeige ich euch, wie man die Lichter einschaltet. Also, bleibt dran, bis gleich. Und nochmal einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir werden heute Lichter einschalten. Ihr müsst euch einfach vorstellen, es ist jetzt ja schon Mitte, Ende Oktober. Es ist jetzt früh dunkel und es wird auch immer später hell. Das heißt, wir kommen in die dunkle Jahreszeit. Was macht man in der dunklen Jahreszeit? Man schaltet Licht an. Jetzt habe ich dafür ein ganz einfaches Beispiel rausgefunden. Ich hatte vor kurzer Zeit eine Hochzeit. Und bei der Hochzeit, da war so ein schöner alter Käfer, ein 1303 oder sowas, also wirklich ein alter Käfer, aber einfach schön gemacht. Und er kam die Straße hochgefahren, hatte den Blumenstrauß auf der Haube drauf, sah einfach richtig schön aus. Und ich stand da und ich habe meine Fotos gemacht und ja, super. Dann war ich zu Hause, habe diese ganzen Fotos dann auf meinen Rechner gezogen, habe geguckt und was war? Der Käfer hatte das Licht nicht an. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war eh so ein regnerisches und dunkles Wetter. Es sieht viel schöner aus, wenn ein Auto fährt und die Scheinwerfer sind an. Nichts leichter als das, dafür gibt es Lightroom. Und wie man im Lightroom Lichter einschalten kann, das zeige ich euch jetzt direkt am Bildschirm. Um dieses Foto geht es jetzt also. Das heißt nicht um das Foto, es geht eigentlich um den Käfer. Schönes Auto, wie ich finde, vor allen Dingen auch mit dem Blumenschmuck ist das schön. Und was aber schade ist, dass die Scheinwerfer nicht an sind. Wie hier bei dem zum Beispiel, da sieht man das. Ein Auto sieht einfach viel, viel schöner aus, wenn die Scheinwerfer auch an sind und leuchten, gerade wenn es so dunkel ist wie hier. Ich werde jetzt erstmal eine virtuelle Kopie anlegen, das habe ich jetzt gemacht. Und diese virtuelle Kopie, auf der werden wir arbeiten, dann können wir das nachher auch schön vergleichen. So, wie immer, ich gehe erstmal auf eine automatische Entwicklung, lasse das Ganze ein bisschen hochziehen, das passt mir eigentlich schon ganz gut. Was mir hier noch nicht gefällt, ist, dass das Schwarz in den Reifen und unterm Auto oder die Belichtung so dunkel ist. Das ziehe ich mir ein bisschen höher, mache auch das Schwarz ein bisschen weg, er muss ja nicht unten absaufen. Das ist nicht so schön, kann noch ein Ticken heller werden. Ja, so, Vignette kann ich nachher hinzufügen. Ansonsten gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Und jetzt geht es darum, wie mache ich denn hier das Licht an? Ganz einfach, wir nehmen den Radialfilter oben und nehmen gerade nochmal die Vergrößerung rein, setze hier um die Glühbirne einen Kreis und ziehe die Belichtung hoch. So, und dann ändere ich die Farbe ein wenig ab, weil das Ganze ist ja ein alter Käfer. Das heißt, die Lichter, die kamen immer so ein bisschen grünlich, gelblich, grünlich, orange rüber. Und wenn ich das jetzt mal mache, dann seht ihr, der Scheinwerfer, die Glühbirne, die leuchtet schon. Aber das hier außenrum, das leuchtet ja eigentlich auch. Also gehe ich hier wieder rein. Und mache das Ganze nochmal, wieder mit einem Radialfilter, setze den hier rein, ziehe auch dort die Belichtung hoch und mache auch das gelblich. So, jetzt gucken wir uns das mal an, einmal in der kompletten Ansicht und der Scheinwerfer ist an. Sieht doch viel schöner aus, wenn man das jetzt sieht, von dem zu dem, könnte man sagen, der ist kaputt, ist ja ein altes Auto. Aber wollen wir natürlich nicht. Wir wollen den natürlich auch einschalten, weil sonst hätte der ja auch gar keinen TÜV bekommen. Dann dürfte er ja gar nicht fahren. Also gucken wir uns den hier an und machen das hier genauso. Wieder auf den Radialfilter, ganz einfach aufziehen, ein bisschen mittig ausrichten, die Belichtung leicht hochziehen, das Ganze gelblich machen und das Ganze nochmal wieder mit dem Radialfilter wieder aufziehen, wieder mittig ausrichten. Die Belichtung wieder einen Ticken hochziehen
und das Ganze wieder ein bisschen gelblich einfärben. So, jetzt gucken wir uns das an und beide Scheinwerfer an. Ja, hier, das gefällt mir noch nicht ganz, da müssen wir doch noch mal reingehen. Und zwar in den kleineren wahrscheinlich. In den kleineren wollte ich reingehen. In den kleineren. Na, warum treffe ich den jetzt nicht? Dann ziehe ich den weg, mache ich den mal ein bisschen größer. So, und nicht ganz so hell. Und den anderen, den ziehe ich mir wieder zurück. So, das, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ja, ist besser. Sieht besser aus, jetzt ist das ein. Er könnte noch einen Ticken heller werden. In der Summe, so. Ja, jetzt passt's. So, ist auch ein bisschen probieren, aber kann man ja machen. So, jetzt sind die Scheinwerfer an. Muss ich erst sagen, gefällt mir schon deutlich besser. Allerdings fehlt jetzt noch die Spiegelung in der Straße. Die gehört natürlich dazu und die machen wir ganz genauso. Wir nehmen wieder den Radialfilter und setzen den in der Straße an. Ziehen den Stücken auf, ziehen den runter und jetzt gucken wir hier, der Winkel von dem Auto entspricht ja in etwa dem. Und das richten wir jetzt genauso aus. Das machen wir so, dass das halbwegs passt. Und auch da ziehen wir einfach die Belichtung ein bisschen hoch und machen auch das ein bisschen gelblich, weil der kann ja nicht weiß leuchten, wenn der Scheinwerfer selbst gelblich leuchtet. Und dasselbe machen wir hier drüben. Wir ziehen wieder einen Radialfilter auf, drehen ihn, Stückchen runterziehen und machen auch hier das Ganze ein wenig gelblich, bisschen heller, so. Ja, in den Reifen kann er natürlich nicht reinstrahlen, da müssen wir ein Stück tiefer ziehen. So. Und jetzt machen wir ihn aus. Und dann ist das schon fertig. Jetzt haben wir die Scheinwerfer an dem Käfer eingeschaltet. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde, das sieht viel schöner aus als vorher. Aber das gucken wir uns jetzt nochmal genau an, wie das denn aussieht, indem wir den Vergleich machen. So, und wenn ich das jetzt sehe, von dem zu dem, das sind, meine ich, Welten. Das sieht viel lebendiger aus, viel schöner, ohne dass man jetzt viel gemacht hat. Das war eine Sache von 5 Minuten, wenn überhaupt. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist es auch eine Sache von 2 Minuten. Und schon leuchten die Scheinwerfer an einem Auto. Gefällt mir persönlich viel, viel besser. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen schöner zu machen, noch eine kleine Vignette rein. Und fertig ist das Bild. So kann man es doch lassen. Sieht doch schön aus. Ja, das war, wie ich in einer dunklen Jahreszeit das Licht am Auto einschalte, weil keiner sollte im Dunkeln fahren. Ja, bevor wir jetzt wieder aufhören, ich habe doch noch 2, 3 Sachen zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist relativ einfach nachzumachen, habt ihr ja mitgekriegt. Ist eine ganz einfache Sache, geht schnell, das kannst auch du nachmachen. Wirklich ganz simpel, einfach den Radialfilter nehmen, Belichtung ein bisschen hochziehen, Farbe ändern und schon hast du ein wunderbares Licht im Fahrzeug. Das geht nicht nur am Auto, das geht genauso gut bei Straßenlaternen oder bei anderen Sachen, macht es einfach. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn dir speziell das Video gefallen hat, dann gib mir ein Like, einen Daumen hoch und wenn es noch besser war, dann abonniert mich. Ich würde mich freuen. Bleibt dran, nächste Woche gibt es wieder was Neues. Bis dann, euer Ingo.